Moin Leute, das ist der E-Golf und in dieser Challenge fahren wir rein elektrisch von Hamburg an die Ostsee und wieder zurück. So, und an die Ostsee sind es 78 Kilometer, wenn wir hier den Öko-Weg nehmen. Den wählen wir auch mal. Klingt jetzt nicht so viel, für einen Verbrenner wäre es nicht mal ein Vierteltank. Wir haben jetzt hier 265 Kilometer auf der Uhr an elektrischer Reichweite. Nach dem NEFZ-Reichweitentest hat dieser Wagen auch eigentlich eine Reichweite von 300. Aber ich habe ihn heute Morgen von der Steckdose genommen, da stand da schon nur 280. Und ich glaube, in der Stadt würde man damit hinkommen, aber wir müssen Autobahn fahren. Und das ist auch genau das, was wir in diesem Video rausfinden wollen. Wie fährt ein Elektroauto Langstrecke? Also in der Stadt ist es, denke ich, durchaus möglich, mit einer Reichweite von 200 Kilometern den ganzen Tag querfeld einzufahren. Aber was passiert, wenn wir Autobahn fahren? Und dafür werden wir auf dem Weg hin Vollgas geben. Und auf dem Rückweg werden wir dann gucken, dass wir die optimale Geschwindigkeit haben, sodass wir es auch wieder nach Hause schaffen. Wie gesagt, etwa 80 Kilometer nach Scharbeutz, wo wir jetzt hinfahren wollen. 260 Kilometer Reichweite zeigt er jetzt an. Sollte eigentlich machbar sein, könnte man meinen. Wir werden es mal rausfinden, ob es klappt. Jetzt fahren wir auf die Autobahn rauf und ich werde diese Kiste wirklich so treten, wie ich einen anderen Wagen treten würde. Und dann werden wir mal gucken, was der so macht. Bin jetzt schon eine ganze Woche damit gefahren und ich mag dieses Auto unfassbar gerne. Ich finde, es ist ein wahnsinnig witziges Gefühl und diese Strecke nach Scharbeutz haben wir auch tatsächlich schon gemacht. Allerdings haben wir in Scharbeutz auch geladen und das wollen wir heute nicht machen. Wir gucken uns da einmal eine Ladesäule an, damit wir euch das einmal zeigen, wie das funktioniert. Aber also aus Erfahrung kann ich euch schon sagen, die ich jetzt am letzten Samstag gemacht habe, wenn ich jetzt Vollstoff gebe, wird es auf dem Rückweg, glaube ich, ganz schön knapp. Und dann müssen wir vielleicht in Eco Plus Modus gehen, dann müssen wir hier Klimaanlage und alles ausmachen, damit wir nicht so viel Strom verbrauchen und alles wirklich rein für die Reichweite für den Elektromotor brauchen. Werden wir sehen. Allein guck mal jetzt die Beschleunigung, wenn ich jetzt Gas gebe, gut, das ist jetzt Autobahn, dann zieht er nicht mehr ganz so krass. In der Stadt ist es aber für alle, glaube ich, drumherum, wenn ich mit dem E-Golf einmal Gas gebe, dann schrecken, glaube ich, alle auf, was jetzt gerade da passiert ist, warum der so wegzieht. Und wir sehen jetzt schon, also wir sind vielleicht 1 Kilometer gefahren, die Reichweite ist um 20 Kilometer mal eben runtergegangen, nur weil wir hier 120 fahren. Jetzt gleich, wenn aufgerufen ist, noch schneller fahren, dann wird das so rapide runtergehen, glaube ich. Das macht schon echt einen Unterschied, wie schnell man fährt. Und das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil. Ich habe eigentlich keinen Bock, mit einem Elektroauto auf Schnellfahren zu verzichten. Ich glaube, das wird mich voll stressen, das Auto. Ja klar, man hat halt so ein anderes Gefühl. Denn man muss halt wirklich auf die Reichweite Acht geben. Und wenn ich jetzt wirklich schneller fahre, zack. Na, guck mal, jetzt fahren wir 150. Ja. Dann sind wir gleich bei 206 Kilometer. Manchmal vergisst man sogar, dass man im E-Auto sitzt. Das finde ich auch. Also es ist, man macht, hat eigentlich keine Abstriche so vom Auto. Es ist ein ganz normales Auto. Aus irgendeinem Grund ist es wesentlich entspannter zu fahren. Hier hast du ja gar keinen Übergang, also gar keine Schaltzeiten, weil er hat kein Getriebe. Also es ist ein Einganggetriebe quasi, er muss aber halt nicht schalten. Dann natürlich schon eine Übersetzung vom Elektromotor auf die Räder. Aber du hast keine Unterbrechung der Kraftübertragung. Du hast kein Aufjaulen des Motors. Kein unnötiges Wackeln, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel kuppelst oder was weiß ich. Ja, genau. Und du hast halt irgendwie 290 Newtonmeter Drehmoment, die halt auch wirklich sofort da sind. Wenn ich jetzt einmal Gas gebe, dann geht es im ersten Moment einmal ganz kurz nach hinten. So 290 Newtonmeter sind natürlich nicht viel und der Wagen wiegt natürlich auch ein bisschen durch die Batterie. So, jetzt hier können wir Gas geben. Jetzt fahren wir mal auf die Höchstgeschwindigkeit. Oh, geht. Ja, so, jetzt ist Schluss. Also, Höchstgeschwindigkeit im E-Golf. Angezeigt 156 km/h. Mehr geht nicht. Also hier ist er auch abgeriegelt. Er könnte sicherlich mehr. Wenn ich mir die Poweranzeige angucke, dann ist die jetzt irgendwie bei 40%. Aber da geht nicht mehr. Chiptuning. Ja, Chiptuning. Und diese 156 km/h sind quasi umgerechnet 150 km/h, weil der 6 km/h zu viel anzeigt. Das hatte ich mit dem GPS-Gerät schon einmal gecheckt, als wir nach Scharbeutz gefahren sind.
So, und so fahren wir jetzt mal durch und du siehst schon, er ist jetzt schon bei 170 Kilometer Reichweite von irgendwie 280 und wir sind heute 33 Kilometer. Das heißt, innerhalb der 33 Kilometer haben wir 100 Kilometer verbraucht. Nur weil wir halt nicht dieses Stadtniveau gefahren sind. So Leute, wir sind jetzt in Scharbeutz. Und einmal ganz kurz die Statistik. Wir sind 83 Kilometer gefahren, 78 km/h im Schnitt und eine Stunde sind wir insgesamt gefahren. Und 18,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer haben wir verbraucht. Der Akku des Wagens ist 35,8 Kilowattstunden groß. Beim Verbrauch von 18,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometern, 83 Kilometern gefahren, haben wir etwa die Hälfte der Kapazität aufgebraucht. Das sehen wir auch hier unten. Sind wir etwa bei der Hälfte für 83 Kilometer. Jetzt werdet ihr natürlich alle sagen, das ist ja scheiße. Also kann ich insgesamt mit diesem Wagen 160 Kilometer fahren. Ja. Fahr doch. Fahr, Alter. Hey, da kann ich nicht einfach stehen bleiben. Genau, also wir könnten jetzt etwa 160 Kilometer fahren. Wir könnten aber auch noch zurückfahren, weil er zeigt uns jetzt 100 Kilometer Reichweite an. 83 müssen wir wieder zurückfahren. Also alles total Dutsche. Lassen wir uns noch mal ganz kurz über diese 83 bzw. 160 Kilometer Reichweite reden. Es ist nicht viel, aber wir wollen auf dem Rückweg beweisen, dass wir wesentlich weiter damit kommen würden, wenn wir einfach langsam fahren. Und dafür steigen wir jetzt nochmal ganz kurz gleich aus. Wir haben hier vorne eine Ladesäule, pumpen irgendwie nochmal ganz bisschen Strom nach und zeigen euch einmal, wie das da funktioniert. Und dann auf dem Rückweg beweisen wir, dass wir wesentlich weiter mit diesem Auto kommen als 160 Kilometer, wenn man dann wirklich richtig eco unterwegs ist und die ganze Zeit nur 120 fährt oder noch langsamer. LKWs von 90, ne? Wollen wir uns hinter einen LKW klemmen? Boah, das wird richtig. Windschatten. Windschatten, ja. Genau. Und vor allen Dingen in der Stadt. Ich habe es jetzt wieder gemerkt, also als wir von der Autobahn runtergefahren sind, hatten wir 90 Kilometer Reichweite, jetzt sind wir bei 101. In der Stadt wird man auch wesentlich weiterkommen. Das wäre nur halt hardcore zum Testen, weil ich dann, glaube ich, den ganzen Tag fahren müsste, um irgendwie in der Stadt 280 Kilometer zu fahren. Deswegen machen wir jetzt auf dem Rückweg einmal den entspannten Test, wo wir langsam fahren werden. Und dann hat Volkswagen auch eine App, die nennt sich Charge and Fuel. Jetzt bin ich in Scharbeutz. Das ist hier die Ladestation. Jetzt kann ich hier auf Details gehen. 17.0. Oh. Also vor 115 Stunden war ich hier zuletzt. Das war am Samstag und ich habe den Ladevorgang nicht beendet. Ja. Ups, aber ich wusste auch nicht, dass ich den noch meine App beenden muss. Ich dachte, wenn ich den... Genau, dann beendet er doch einfach. Und jetzt, wie viel musst du zahlen? Naja, 7,68 Euro, das geht. Jetzt lädt der Wagen aber hoffentlich, oder es wird gestartet. Also, jetzt lädt der Wagen und wir können Kaffee trinken und irgendwie uns mal ganz kurz die Ostsee angucken. Aber das ist... Okay. Ja, es, man muss es lernen. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie noch nie getankt hat, dann muss man auch erstmal rausfinden, wie das geht. Achso, und ganz, ganz wichtig, den Wagen abschließen, weil dann kann auch keiner mehr das Kabel rausziehen. Da habe ich mich gefragt, was passiert eigentlich, wenn sie das Auto abschleppen wollen? Das ist, auf beiden Seiten ist das gesperrt. Egal. Tja. So, das ist die schöne Ostsee. Heute nicht so mega knalliges Wetter, aber Samstag war ich schon baden. Kann man machen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Dann fahren wir wieder zurück nach Hamburg. Genug gesehen. So, läuft. Und wir packen den Wagen jetzt mal. Hier unten ist ein Mode-Knopf. Hier unten. Da. Und da packen wir ihn jetzt mal hier in Eco Plus. Die Klimaanlage geht jetzt aus. Viel Spaß. Viel Spaß. Es ist zum Glück nicht warm. Er ist jetzt, glaube ich, auch gedrosselt auf maximal 120 km/h. Zumindest war das so im Eco-Modus. Vielleicht ist es im Eco Plus auf 90 gedrosselt oder so. Ich weiß es nicht. Es kommt immer noch Luft rein, aber ich kann keine Temperatur mehr einstellen. Wahrscheinlich ist es einfach Luft von draußen, die reingepustet wird. Kann ich richtig Gas geben? Nee, er gibt auch nicht mehr so krass Gas. Er geht bei Power gar nicht mehr auf voll. Krass. Okay,
Also, im EcoPlus-Modus fährt der Wagen maximal 95 km/h. Aber wir sind jetzt bei 15,1 Kilowattstunden Verbrauch auf 100 Kilometer. Das sind halt irgendwie 3 Kilowattstunden weniger, als wir auf der Hinfahrt benötigt haben. Aber es ist jetzt auch nicht so viel. Also dafür, dass wir irgendwie 60 km/h langsamer fahren, Spaß bringt es halt nicht. Vor allem, es wird auch langsam warm hier drin. Wie gesagt, der pustet ein bisschen Luft von draußen rein, aber die ist jetzt halt auch nicht kälter. Und jetzt ist er bei, wow. Einmal rekuperiert er und dann geht gleich eine Kilowattstunde runter. Und hast einen Kilometer dazu gekommen. Okay, weil wir langsamer sind. Ja gut, also wir fahren jetzt mal weiter und wenn wir dann irgendwie kurz vor Hamburg sind, dann berichten wir euch mal, wie so der Stand ist mit der Reichweite und ob wir es noch nach Hamburg schaffen. Sollte rein rechnerisch aber auf jeden Fall möglich sein. So Leute, ich habe keinen Bock mehr. Wir sind jetzt 44 Kilometer langsam gefahren, wirklich. 40 Minuten gebraucht und wir sind tatsächlich bei 12,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer angekommen. Das heißt, ich bin jetzt mit 6 Kilowattstunden weniger gefahren, als wir auf der Hintour gefahren sind. Und mit 12,6 Kilowattstunden würde man auf der Autobahn bei 95 km/h Maxgeschwindigkeit, Klimaanlage aus, über 300 Kilometer kommen. Hat man darauf Bock? Nein. Nee, absolut gar nicht. Nein, also 95 km/h ist wirklich anstrengend, wie ich finde. Man muss halt wirklich, man hat einen LKW vor sich und muss echt gucken, dass man da irgendwie genügend Platz hat links, damit man überholen kann, weil man hat halt irgendwie nur 2-3 km/h mehr als die. Das sind die Nachteile noch von so Elektroautos und ich meine, dasselbe Spiel hättest du theoretisch im Verbrenner, wenn du irgendwie da eine möglichst lange Reichweite rausholen willst. Und da ist natürlich immer die Möglichkeit, mal eben was nachzukippen und dann fährt er halt wieder. Beim Elektroauto müsstest du halt länger warten und das Laden dauert halt auch noch. Also es ist jetzt auch in dem E-Golf jetzt keine Sache von mal eben einer Viertelstunde, dass man den wieder auf 80% bringt. Ich werde jetzt aber definitiv den Eco-Plus-Modus hier wieder ausschalten. Er ist jetzt wieder ausgeschaltet und wieder Gas geben. Das ist ein sehr gutes Gefühl. Ich habe auch mal kurz ausgerechnet, also wir haben jetzt noch 37 Kilometer zu fahren, haben jetzt noch eine Restreichweite von 80 Kilometer. Die geht jetzt schon wieder sehr rapide runter. Die war eben noch bei 84, jetzt ist sie plötzlich bei 78. So Leute, wir sind wieder in Hamburg, hier in meiner Ladestation und wir haben jetzt noch ganze 35 Kilometer Reichweite. Und ja, aber Challenge ist bestanden, man schafft es von Hamburg an die Ostsee und ich glaube, ich hätte auch auf dem Rückweg gleich von vornherein wirklich Gas geben können. Für mich ist es auch eine Bestätigung, dass man mit diesem Auto durchaus mal längere Strecken fahren kann und das halt jetzt schon in dieser E-Wagen-Generation, also im E-Golf. Nächstes Jahr kommen von VW die ID-Modelle, die sind von vornherein auf Elektromobilität ausgelegt und da wird sicherlich noch mehr Reichweite möglich sein. In der Stadt ist es sowieso ein ganz anderes Thema. Ich glaube, keiner fährt irgendwie in der Stadt am Tag 200 Kilometer. Das ist kein Problem. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert gerne, guckt mal auf Instagram vorbei und abonniert auch dort. Und ja, wenn euch das gefallen hat, schreibt mal wirklich in die Kommentare, was ihr von den ganzen E-Autos haltet, wie ihr das findet, wenn ich darüber berichte. Ich persönlich mag es und ihr werdet hier, glaube ich, auch auf dem Kanal häufiger was sehen, weil ich das einfach spannend finde, darüber zu berichten und das auch zu testen. Ja, aber trotzdem würde ich mal gerne eure Meinung hören, was ihr vielleicht braucht, damit ihr sagt, das gucke ich mir durchaus mal an. Also was sind die Punkte, die euch einfach fehlen bei Elektroautos, abgesehen von Sound und Reichweite. Vielleicht gibt es ja noch mehr. Es wird noch ein zweites Video geben oder gibt ein zweites Video, wo ich den ganzen Wagen noch mal im Detail vorstelle. Das war hier wirklich einfach die Reichweiten-Challenge, wie weit kommen wir. Und dann im zweiten Video werde ich euch noch mal zeigen, die ganzen Details und wie der E-Golf und beziehungsweise Golf und so weiter funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Haut rein.